Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinen YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Schaut mal her, meine lieben YouTube-Freunde. Ich bin wieder im Wald unterwegs. Was das da für drinnen Baumpilze sind. Der Wahnsinn, oder? Ja, meine lieben YouTube-Freunde. Ich bin da ein bisschen im Wald unterwegs, weil... Ich muss bloß meinen Rucksack da schauen, auf da. Weil ich... Holzbrauche zum Schnitzen. Mal schauen, ob ich was Abgestorbenes finde. Am liebsten wäre mir so ein Birkenholz. Aber wie gesagt, da muss ich erst einmal gucken. Jetzt gehe ich mal da über die Autobahnbrücke da vorne. Ich zeige es euch mal kurz. Da gehe ich jetzt gerade rauf. Oder beziehungsweise dann drüber und dann schauen wir mal. Dann kannst du da links, rechts wo reingehen und schauen wir mal, ob ich da so Birkenbaum sieg, wo da schon abgestorben ist oder umgefallen ist. Oder irgendein anderes schönes Holz zum Schnitzen. Wie haben wir es denn? Wir haben es jetzt, es wird ein bisschen lauter, 7.40 Uhr früh morgens. So, meine lieben Jodafreunde, ich schalte das da mal ab und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Pfiat's euch. Ja, wo sind die Birkenbäume? Ja, wo sind sie? Ja, wo sind sie? Ah, da sind sie. Da haben wir schon was. Mal gucken, ob man da was verwenden kann. Schauen wir mal, vielleicht schnell hier ein bisschen was raus. Zum Löffel machen reicht's. Und hier mal vielleicht. Und hier, der ist kaputt, auch was ab. Da werde ich mich mal kurz auf die Arbeit machen, bevor oder ob ich dann überhaupt noch was finde. Ach, das geht schon. Schauen wir mal. Holen wir mal die Säge raus. Mein lieber Scholli, da kommst du gleich ins Schwitzen. Aber schaut her. Den da oben habe ich fertig gemacht, wo der da drüber gelegen ist. Da ist noch ein Teil. Da dort habe ich noch was runtergeschnitten, so viel, was ich brauche können. Und das ist jetzt die Ausbeute. Und geschnitten habe ich mit der Säge da. Naja, es geht. Ist zwar nicht die beste. Was sind das da für eine? Wie heißt denn die überhaupt? Keine Ahnung. Die habe ich auch schon Ewigkeit. Schaut selber. GSAW, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar schöne Stücke wieder, da kann ich wieder ein bisschen rumexperimentieren und rumschnitzen. So, dann packen wir mal jetzt einmal gemütlich her und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber Gott sei Dank habe ich nicht so weit laufen müssen. War gleich, habe geschaut, nach die Birken Ausschau gehalten und zack, war schon einer da gelegen und genau für mich gemacht für Samstag früh. Sonntag früh. Also dann, bis später. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt gehe ich wieder raus. Also der Rucksack ist gut voll. Haben wir gedacht, ich suche nochmal und schaue, aber nee, das reicht. Hätte nicht geglaubt, dass das so schnell geht. Weil ich bin nämlich an einer anderen Stelle, wo sonst immer hingehe. Aber das ist rucki zucki gegangen. Da kann ich ja dann noch heim, kann ich noch frühstücken. Ich habe nämlich noch nicht einmal geschaut, wo der hingeht, weil da ist auch ein Weg. Aber ich muss, ich zeige es euch so. Da ist der Weg, wo ich gesagt habe.
aber ich muss da runter und dann wieder links. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Und das werde ich jetzt dann machen, werde mir einen schönen Kaffee machen. Glücklich bin ich jetzt schon soweit. Bis sonntags früh morgens. Oh, ich habe wieder ein Holz zum Schnitzen. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, das war's dann schon wieder. Jetzt gehen wir zurück zum Auto. Gott sei Dank habe ich nicht weit zum Fahren, 5 Kilometer. Bin ich ja gleich wieder daheim. Da wird es ungefähr 9 Uhr sein, früh, 9 Uhr früh. Dann schönen Kaffee trinken und dann schauen wir, was der Tag so bringt. So ja, angeblich heute bewölkt sein und Sonne, aber wie man sieht hier, die Sonne kommt schon schön langsam raus. Gut, schauen wir mal, was wir machen. Vielleicht gehe ich heute mit der Frau zum Essen oder. Ich bin da ganz spontan. Ich sage, das gefällt mir. Ach, das ist nicht so gut, weil die Sonne da ist. Ich sage, das gefällt mir, das passt mir. Und dann gehe ich, weil ich total spontan bin. Aber schieß wieder heraus in der Natur. So, jetzt geht's wieder, das kann ich wieder so umstellen. Na gut, meine lieben YouTube-Freunde, das war's dann schon wieder. Jetzt habt ihr mal auch dabei sein können, wie ich da in der Früh schon wieder rumgeistere. Dann bis zum nächsten Mal. Hast du geschaut, was da so für schöne Sachen gibt? Dann bis zum. Oh, da hinten war auch noch ein guter Birkenbaum. Naja, nächstes Mal. Ich kann nicht den ganzen Wald mitnehmen. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, Alpe, pfiat euch und bleibt gesund. Servus.